Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Es ist auch noch in Vorbereitung. Und Basel hat auch 8 Spieler gewechselt in der Halbzeit und sind noch in Vorbereitung auch. Also, ich glaube, die müssen sich keine Gedanken machen über dieses Spiel. Was sagen Sie zu Xherdan Shaqiri? Das war ein bisschen sein Spiel, seine Rückkehr natürlich. Wie hat er sich entwickelt bei Bayern? Ja, sehr gut. Ich glaube, er ist ein großes Talent. Er wird bei Bayern sicherlich Schritte machen. Und ich glaube, er hat schon einen Schritt gemacht in seiner Entwicklung wieder. Und für die Zukunft für Bayern kann es ein gutes Spieler werden. Ja. Aber ist er auch ein Konkurrent von Ihnen? Na, weiß ich. Ich rede nicht immer gerne über Konkurrenz. Ich mag alle Kollegen und alle Mitspieler und wir machen das immer zusammen. Viele Leute, viele Fans gekommen. Ja, war ein bisschen schwierig. Schwieriges Spiel gegen Bayern. Ich habe die Unterschiede gesehen. Bayern war viel besser. Aber das ist okay. Mit dem FCB-Trikot, ja, speziell, weil ich habe die ganze Zeit das voll. Wenn man etwas von Fußball versteht, dann weiß man, dass das ganz klar ist, dass Bayern viel weiter ist als wir, dass das Resultat in dieser Grössenordnung rauskommt. Sie haben dann auch zurückgeschaltet nach dem 3-0 zum Glück. Erstens haben sie später aufgehört, zweitens sind wir im Austourbereich jetzt tätig und dann ist man immer einen Schritt spät. Das ist absolut normal und von daher bin ich froh, dass wir nur 3-0 verloren haben. Es ist ein unglücklicher Zeitpunkt für ein Freundschaftsspiel gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Auch wenn wir voll fit wären, wird es für uns sehr schwierig sein, gegen sie zu spielen. Sicher lässig war für den Xherdan Shaqiri, retour zu kommen und dann 30'000, das ist schon toll. Ja, es ist mega. Das seht ihr ja wieder, wie fußballverrückt Basel ist. Also, es gibt selten, dass ein Testspiel mit 30'000 Leuten besucht wird. Und das zeigt immer wieder, wie grossartig die Fans in Basel sind. Wie viel das ihnen der Fußball und der FCB bedeutet. Und das ist ganz, ganz toll. Ja, ich meine, Bayern ist voll im Saft. Die fangen eine Woche zum Trainieren an. Wir hatten bisher 3 Trainingseinheiten mit dem Ball. Also das ist klar, dass man einen Unterschied sieht. Sowieso ist Bayern eine Weltklasse-Mannschaft. Sie waren nicht umsonst. Champions League Finale. Klar war es nicht eine tolle Leistung von uns, das wussten wir aber im Vornherein, weil wir haben die ganze Woche Gas gegeben. Welchen Stellenwert hat Xherdan Shaqiri beim FC Bayern oder welche Rolle spielt er bei der aktuellen Mannschaft? Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er hat sich jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau stabilisiert. Hat immer, wenn er gespielt hat, uns weitergeholfen, egal ob von Anfang an oder wenn er kam. Und das wissen wir sehr zu schätzen. Also hat er das Potenzial, sich langfristig beim FC Bayern durchzusetzen? Selbstverständlich.